Maggi-Mittwoch. Hungrige Pfannkuchenraub. Hi, ich bin Isabella und das ist Christian. Heute ist Mittwoch, das heißt, es ist Maggi-Mittwoch. Wir kochen mit dir. Und diesen Monat haben wir ein neues Thema, das sich rund um den ganzen Juli zieht mit euch. Und zwar kochen wir heute alles rund um das Thema Spaghetti Bolognese. Wir zeigen euch diesen Monat 5 verschiedene Gerichte, die man daraus machen kann. Also es wird nicht langweilig, keine Sorge. Ich habe deinen Blick schon gesehen. Ich habe gar nichts gesagt. Wir kochen natürlich wie immer nicht alleine, sondern haben im Hangout 3 sehr interessante Mitköche und Köchinnen. Und die stellen wir euch jetzt mal vor. Das ist zum einen die Angelina aus Berlin. Die kennt, glaube ich, eigentlich jeder. Die war nämlich im Dschungelcamp. Hallo Angelina Heger aus Frohnau. Nee, nicht ganz Frohnau, ist doch hinter Frohnau, ne? Kommst du in Berlin? Genau, hinter Frohnau. Hinter Frohnau reicht, ne? Ja, genau. Wie geht es dir? Bist du privat leidenschaftliche Köchin? Warum machst du bei uns mit? Ja, ich koche mir immer gerne eine Ofenpizza. Ja. Nicht so viel machen. Nee, und das ist genau der Grund. Ich muss mal ein bisschen was lernen. Alles klar, du guckst dir ein bisschen was ab, da musst du dann genau auf die Isabella gucken. Bei mir kannst du, glaube ich, nicht so viel lernen. Ich lerne nämlich auch jede Sendung. Aber wir haben noch andere Mitköche und das ist der Ivan, der ist auch aus Berlin. Hallo Ivan, kannst du uns hören? Ja, ich kann euch hören, hallo. Hallo Ivan, erzähl mal ein bisschen kurz, bist du jemand, der regelmäßig kocht? Deine Küche sieht im Vergleich zu Angelinas, nimm das bitte nicht persönlich, ein bisschen spartanischer aus. Aber bist du Junggeselle oder... Ja, das ist auch nur der Nordflügel von der Küche, die du siehst. Der Nordflügel. Und der Westflügel ist dort leider nicht. Alles klar. Ja, so weit reicht dann die Kamera nicht. Verstehe. Gut, Ivan, wir sprechen gleich nochmal. Und Sabrina ist auch dazu geschaltet. Hallo Sabrina. Hallo. Hi. Hallo Sabrina. Jetzt kommt eine ganz schöne Küche. Oh ja, die haben wir eben schon gesehen. Sabrina, erzähl ein bisschen was von dir. Wo bist du? Ja, ich bin leidenschaftliche Köchin, beschäftige mich auch sehr viel mit Ernährung und alles rund ums Thema Kochen und freue mich heute dabei zu sein. Das heißt, im Zweifelsfall können wir wahrscheinlich noch was von dir lernen und wir fangen jetzt erstmal an. Liebe Isabella, wie lange brauchen wir für unser heutiges Rezept und was ist es genau? Genau, ich verrate erstmal, was es gibt. Das Rezept nennt sich hungrige Pfannkuchenraupe. Das schmeckt echt gut. Also eigentlich so fühle ich mich auch oft. Es sind Pfannkuchen, die wir lecker füllen mit einer Art von Bolognese-Soße. Mhm. Im Rezept steht, glaube ich, wir brauchen eine halbe Stunde dafür, aber ich glaube, wir schaffen das schneller, da ich so gute Unterstützung habe. Natürlich. Ich sag mal 19 Minuten. 19 Minuten, ich bin gespannt. Ich stoppe wie immer die Zeit ab jetzt. Okay, so. Dann fangen wir direkt mal an. Ich habe euch alle Zutaten, die wir heute brauchen, stehen unten in der Infobox. Wir brauchen unter anderem Zutaten für den Pfannkuchenteig. Wir haben hier Mehl, Milch und ein Ei. Vielleicht kannst du schon mal das Ei reinschlagen, bitte. So, ich kenne das ja immer, die Fernsehprofiköche machen das einhändig, ne? Also, das versuche ich jetzt auch mal. Bitte nicht. Aha. Okay, ich habe nichts gesagt. Habe ich auch geübt. So, haben wir den Mülleimer? Ja. So. So, dann kannst du rühren und ich mache die Milch dann dazu. Mhm. Wunderbar, den machen wir als erstes, weil der kann dann ein bisschen ruhen und quellen, dass wir den dann später schön in die Pfanne geben können. Hm? Ach so, ist das die Basis eines Pfannkuchens eigentlich? Nur ein Ei, ein bisschen Mehl und Milch? Ja, also man kann auch verschiedene Mehlsorten nehmen. Vollkornmehl geht auch wunderbar. Oder man kann auch noch so einen Schuss Mineralwasser mit reinmachen. Durch die Kohlensäure wird das Ganze dann auch nochmal luftig und locker. Mhm. Also da kann man wirklich ganz gut abwandeln. Ich kenne ja eigentlich eher so die süße Variante, Apfelpfannkuchen oder sowas. Aber herzhaft schmeckt es dann auch gut. Richtig. Wobei ich es ja schon wieder schade finde, dass wir daraus keine Mettbrötchen machen aus dem Gehackten. Obwohl es halb, ne? Genau, das machen wir heute nicht. Dann brauchen wir noch ein paar Pilze und Zwiebeln. Die schneiden wir dann alles noch klein und es kommt mit dem Hackfleisch dann in die Pfanne. Rühre ich gut so. Ja, also ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Ja. Wenn du eher auf einer Stelle schlägst und das Ganze so ein bisschen schräg hältst, weil da muss auch ein bisschen Luft runter. Siehst du, dass da sind so kleine Luftblasen drin? Ja. Und da muss eben da schon ein bisschen... Wenn du glaubst, ich habe mich auf die Sendung nicht vorbereitet, dann kann ich dir nur sagen, das habe ich mir auch extra durchgelesen, das steht bei Wikipedia, man soll nämlich rühren wie eine Acht. Wie ja? eine Acht. So. Na, wenn das bei Wikipedia steht, dann muss das ja so sein. So. Ivan, wie geht es dir? Erzähl mal, was machst du in deinem normalen Alltag, damit wir dich mal ein bisschen kennenlernen können, wenn du gerade nicht mit uns kochst? Also ich bin jetzt Freelance-Designer. Ich hatte bis vor kurzem noch mit meinem ehemaligen Partner ein Geschäft, also eine
ein Gewerbe in dem Sinne. Wir haben Mode gemacht und jetzt haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen und jetzt macht jeder seins. Jetzt hast du wieder mehr Zeit zum Kochen. Zeit zum Kochen, ja. Bist du ein Typ, der sich abends auch nochmal nach der Arbeit hinstellt und sagt, ich koche mir selber was, oder machst du es nur, wenn Freunde oder Gäste da sind? Ich mache es eigentlich lieber, wenn Freunde und Gäste da sind, weil für mich alleine, da muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen zu faul. Ja. Okay. Aber schon auch so, ich meine, wenn du im kreativen Bereich arbeitest, dann ist das wahrscheinlich, das habe ich oft kennengelernt, dass Leute, die kreativ arbeiten, auch kreativ kochen und auch Spaß dran haben. Das ist schon so. Das stimmt, ja. Gut. Nee, wie gesagt, wenn ich Lust habe, mache ich es. Wenn ich keine Lust habe, dann koche ich nicht. Du stehst da so locker, das fällt mir gerade auf. Du stehst so, hast du den Teig? Wo ist denn dein Teig? Ja. Ich habe ihn mit dem Mixer gemacht. Hast du ihn vorbereitet? Sowas. Ich habe ihn mit dem Mixer gemacht. Ah ja, mit dem Mixer, das ist super. Ja. Auch noch. Okay. Ja, dann fragen wir Angelina nochmal. Angelina, du kommst noch so weit mit, oder? Ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Hast du eine schöne Schürze? Hast du eine sehr schöne Schürze um heute, Mensch. Sehr schöne Schürze hast du um. Ja, so frisch gebügelt. Ja. Sehr gut. So, kann ich dir etwas helfen, Isabella? Ja, du kannst schon mal die Zwiebeln schneiden. Kann ich bestens, nehme ich das Messer, ja. Jetzt kommt der Test, ob du es richtig machst. Natürlich. Nachdem ich dich beim letzten Mal ein bisschen angemotzt habe. Christian? Du hast gesagt, ich soll auf meine Fingerkuppen aufpassen. Das ist sowas von falsch. Ja? Was ist denn daran jetzt wieder falsch? Wie soll das denn? Ich habe zu Hause so ein Ding zum Drehen, da drehe ich einmal, sind die Zwiebeln klein geschnitten. Wie klein willst du denn haben? Oh mein Gott. Guck mal, so. Oh, aber das ist schon mal richtig, ne? Naja, richtig ist was anderes. Also ganz ehrlich, ich sag dir das nochmal richtig, okay? Weil sonst kann ich werde dann auch immer ein bisschen aggro, wenn das nicht funktioniert. Ich merke das schon. Stopp. Guck mal, das ist doch super klein geschnitten. Jetzt mal ganz ernsthaft. Stopp. Ja? So, erstens. Bitte nicht mit dem Messer über die Arbeitsfläche kratzen. Ja, weil du es nicht hören kannst. Richtig. Oder weil es nicht hygienisch ist. Sowohl als auch. Aha. So, Zwiebel schneiden. Ganz hinten ist diese Wurzel dran. Die lassen wir dran, nicht abschneiden. Ah. Und dann lässt du das hinten am Stück und kannst hier deine Schnitte reinsetzen. Und dadurch, dass es hinten diese Wurzel hat, bleibt das alles am Stück zusammen. Ja, das rutscht nicht, das ist alles ein Stück. Okay. Und dann kannst du einfach runterschneiden und hast kleine Würfel. Okay, darf ich das mal, nee, musst du gar nicht so verstecken, Entschuldigung, darf man das mal kurz einmal in der Kamera hier zeigen? Ja. Ob das so gewollt ist, sieht man das hier ganz gut, oder willst du mal einmal gucken, hier, guck mal, da ist noch die Zwiebelschale mit dran, also ich glaube, das war... Das ist nur der Anfang, das ist eine Zwiebel, hier wird nichts weggeschmissen, was man essen kann. So, da haben wir es. Das kann man wunderbar mitessen. Na gut. Ihr seid bestimmt meiner Meinung. Natürlich. Schreibt bitte eure Kommentare darunter. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich auch ein bisschen Freiheit beim Kochen beibehält, dass man Zwiebeln zum Beispiel so schneidet, wie man es am besten kann. Und das war bei mir so. Gut. Was machen wir mit den Zwiebeln? Die kommen gleich in die Pfanne, genau wie das Hackfleisch. Ich habe die Pfanne schon mal heiß gemacht, dann geben wir gleich das Hackfleisch rein. Das braten wir schön an von allen Seiten. Dann kommen Zwiebeln und Champignons mit dazu. Sabrina, du bist ja eigentlich diejenige bei uns jetzt heute im Hangout, von der wir quasi noch was lernen könnten, denn du kennst dich mit Essen richtig aus. Erklär doch mal, warum. Also ich habe eigentlich schon mit 13 oder 14 angefangen, den Haushalt so ein bisschen zu schmeißen bei uns zu Hause, weil ich hier mit meinem Vater aufgewachsen bin. Und habe irgendwie schon ziemlich jung meine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt. Und jetzt immer mehr in Früher habe ich noch sehr viel Soßen, fettige Kartoffeln und alles Mögliche. Und jetzt in den letzten Jahren, man wird ja auch ein bisschen älter. Und kann Macht man nicht sieht. Nun habe ich mich jetzt eher auch so für gesunde Ernährung. Gibt es da irgendeine gewisse Richtung, dass du sagst, ich esse vegetarisch oder sogar vegan? Oder? Ja, ich ernähre mich hauptsächlich Paleo. Das ist Steinzeitessen. Genau. Das ist jetzt seit ungefähr einem Jahr und also es funktioniert ganz gut, weil ich könnte zum Beispiel nicht Vegetarier oder Veganer sein, weil ich absolut Fleisch liebe und könnte auch nicht von meiner Ernährung streichen und habe dann mal das für mich entdeckt.
Okay. Ich habe Paleo mal als Diät versucht, hat nicht funktioniert. Jetzt mache ich wieder Watte mit Orangensaft. Das klappt besser. Aber wir fragen gleich nochmal nach, da lernen wir doch bestimmt einiges. Zwiebelchen schon mit rein, liebe Isabella? Oder? Ich brate erstmal nur das Fleisch an sich an, bis es ein bisschen Farbe genommen hat. Und dann kommen nämlich auch noch die Champignons mit dazu. Die ich vielleicht noch klein schneiden sollte? Bitte, ja. Ja. Die brauchen wir unbedingt. Gibt es da auch irgendwie eine genaue Technik? Oder? Also am wichtigsten ist eigentlich, dass man die vorher nicht mit Wasser abwäscht. Das ist klar, weil die saugen sich auf. Dafür gibt es so kleine Champignonpinsel, das habe ich letztes Mal bei dir gelernt. Genau. Da kann man dann grob die Erde mit runterkratzen. Oder man nimmt einfach so ein Küchentuch. So ein, ja, Küchentuch. Das hast du wahrscheinlich schon gemacht. Ja, man kann es einfach so ein bisschen abreiben, wenn da irgendwelche dunklen Stellen sind. Das geht total einfach. Und aber ist es nicht so ein Automatismus, mal ganz ehrlich, das würde ich auch gerne mal wissen von euch da draußen. Also ich, wenn ich irgendwie Champignons schneide, halte die immer erst unter das Wasser. Einmal ganz kurz. Ja, solltest du aber echt nicht machen, nee? Weil wir geben die ja hier in die Pfanne dann später rein und dann lassen die das ganze Wasser raus und dann ist die Soße total verflüssigt und die Pilze schmecken auch absolut nicht intensiv. Ah, jetzt muss ich eben gucken, die werden ja weiß, wenn man die richtig, ne? Und so arg musst du das auf jeden Fall nicht machen. Ach, die sind eigentlich weiß. Die sind braun, du musst das nicht so abreiben, das ist zu viel. Okay, Angelina, hast du denn wie hast du denn deine Pilze sauber gekriegt? Ich? Ja. Warte mal, ich habe gerade ein Problem. Erst die Zwiebeln anbraten oder erst das Hackfleisch? Erst das Hackfleisch. Ah, sehr gut. Was habe ich nie gemacht? Deine Champignons, hast du die schon gewaschen? Ja. Guck, Angelina macht das auch so nicht. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Hauptsache, man weicht die jetzt nicht im Wasser ein, oder? Nee, ich habe die nur kurz drunter gehalten. Also, wir haben jetzt hier weiße Champignons. Das ist echt übertrieben, so musst du das gar nicht machen. Okay, ich schneide sie dir schnell. Okay. Wie möchtest du es haben? In Scheiben, oder? Ganz kleine Würfel brauchen wir, bitte. Und Würfel? Sind übrigens so ein bisschen intensiver auch im Geschmack als die weißen Champignons. Also, die haben eher so ein nussigeres Aroma, sind auch sehr gesund, haben sehr wenig Kalorien, fast kein Fett und viel Eiweiß. Also eigentlich auch perfekt für die Sabrina. Ja, und machen satt. Richtig. Mhm. Ja. Ist das okay? Ja, sehr schön. Ich schmeiße auch meine Zwiebeln schon dazu, ich greife dann mal dazwischen. Mhm. So. Einer mit. Mhm. So, während das Ganze brutzelt parallel, fange ich einfach schon mal an, mache mir schon eine Pfanne auch heiß für die Pfannkuchen, dann kann man die ja eigentlich parallel schon mal backen, gerade wenn ich hier so eine kompetente Schnibbelhilfe habe. Isabella, vielleicht kann man das ja mal ganz kurz sagen, das war ein kleiner Ausflug. Die Isabella war nämlich gerade im Urlaub, war in San Francisco. Und da würde mich mal interessieren, also ich kenne das aus Amerika, es ist immer sehr deftiges Essen, Burger, das kennen wir alle, gute Steaks und so weiter. Ist der Amerikaner mittlerweile so weit, dass er sich auch sehr gesund ernährt? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt beides. Also was ich so mitbekommen habe, es gibt zwei Extreme eigentlich, weil sehr viele Leute auch darauf achten, dass es organic ist und glutenfrei und lokal gewachsen. Also das ist schon ein sehr großer Trend in Kalifornien, habe ich gemerkt. Und ja, aber natürlich halten da die ganzen Fastfood-Ketten auch so ein bisschen dagegen. Also es ist. Ich habe gelesen, jetzt gibt es demnächst bei einer großen Fastfood-Kette mit einem M, Grünkohl, denn Grünkohl ist total angesagt in Amerika. Ja, ne? Das habe ich da auch überall. Da habe ich gar nicht, also ich kenne Grünkohl mit Pinkel und so, in Westfalen isst man das ganz gerne. Ja, und man kann auch echt leckere Smoothies damit machen, so grüne Smoothies, finde ich auch echt super. Ivan, was ist denn deine Leibspeise? Hast du so ein Lieblingsgericht, was du am liebsten dir selber kochst? Ich? Ja, du. Ja. Das habe ich akustisch nicht verstanden, Entschuldigung. Also ich bin halt von der italienischen Küche geprägt. Meine Eltern, also ich bin Italiener und von dem her gibt es halt gern die hausgemachte Pasta. Ah, okay. Das heißt, kommst du aus der italienischen Schweiz? Nein, ich bin eigentlich Italiener, ich bin nur in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ah, okay. Das heißt also Pasta, Pizza, Antipasti in die Richtung. Okay. Das ist wenn man natürlich eine Mutter hat, die sehr gut kochen kann. Ja, oh, sehr gut. Das ist natürlich immer vom Vorteil. Angelina, von dir weiß ich, dass du gerne Wildschweine magst, ne? Total. Ja. Wildschweine rauben mir den letzten Nerv. Ja, das muss man vielleicht mal kurz erklären. Die isst du nicht besonders gerne, wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr, denn du hast Wildschweine in deinem Garten. Nee, vor meiner Haustür. Vor der Haustür. Eine Mutter und sieben Kinder. Oh, ja.
Und vor einer Woche hat man auch den Schuss gehört, wo der Wildschweinpapa getötet wurde. Das ist jetzt keine späte Rache von irgendeinem Teilnehmer vom Dschungelcamp oder so, sondern nee, die sind da wirklich frei rumgelaufen, ja? Ja, jeden Tag laufen die hier rum. Okay. Einmal ist mir auch die Wildschweinmutter hinterhergerannt, weil mein Hund grunzt so. Ja. Mir dachte die, ich habe ihr Baby geklaut. Oh. Mhm. Also ich würde ja... Motorhaube. Wenn ich eine Wildschweinmutter wäre, würde ich dir auch hinterherrennen, aber aus anderen Gründen. Erzähl mir doch mal kurz, warum, du bist ja damals im Dschungelcamp, ich weiß, die Geschichte hast du wahrscheinlich schon tausendmal erzählt, aber auch mal für unsere Zuschauer. Sag doch mal kurz, warum bist du damals aus dem Dschungelcamp ausgegangen? Ja, ich war so schlau und habe vorher ein Fitnessprogramm durchgezogen. Ja. Wo ich auch ganz, ganz doll abgenommen habe. Und es war im Nachhinein betrachtet nicht schlau, weil ich halt keine Reserven mehr hatte. Ja. Der Körper dann bei den anderen angefangen hat, auf die Reserven zurückzugreifen, waren bei mir keine mehr. Ja. Das muss man, glaube ich, mal, Entschuldigung, das muss man, glaube ich, mal dazu sagen, das wissen ja die wenigsten, es gibt am Tag 600 Kalorien nur oder 500, ne? Oh, wow. Wenn es überhaupt was gibt. Ja, genau. Wenn's, gut, Bohnen kriegt ihr immer, aber nicht mehr als 500, glaube ich. Ne? Ja, aber dann isst mal die Bohnen. Also bei mir kamen die Bohnen gleich wieder raus. Weil ja. Ich kann die Bohnen gar nicht beschreiben, ey. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Naja, du hast es überstanden. Was steht demnächst bei dir an? Gibt es, auf was können wir uns freuen? Wo sehen wir dich wieder? YouTube-Channel hast du, glaube ich, noch nicht, ne? Nee, aber ich bin dabei, jetzt einen YouTube-Channel zu machen. Ah. Denk den so ein bisschen an, weil die Nachfrage recht groß ist. Ja. Und alle wissen, wie ich mich schminke und so weiter. Und ja, klar, mache ich, ne? Und ansonsten habe ich halt meine Modekollektion, die ziemlich gut läuft. Aha. Und weil die so gut läuft, wollten wir jetzt noch ein Parfüm entwickeln, aber oh, wow, steckt noch in den Kinderschuhen. Super, also die Schürze gehört auch zur Modekollektion schon? Voll. Ich werde dein erster Kunde. Ich würde sie kaufen. Was muss ich eigentlich jetzt machen? Champignons klein schneiden. Okay. Genau, Champignons klein schnibbeln, und auch in die putzen. Pfanne hauen. Auch rein? Auch die Zwiebeln schon? Ja, Zwiebeln auch rein. Wahrscheinlich schon längst, habe ich verpasst. Ja. Macht nichts. Ich habe auch schon mal mit dem Pfannkuchen angefangen, habe die schon mal den ersten in der Pfanne. Und man sagt ja immer, irgendwie der erste Pfannkuchen wird eh nichts. Aber irgendwie habe ich es halt geschafft. Das sagt man bei dir, ne? Ja, doch, der erste Pfannkuchen wird nie was. Vorsicht, mein Podest. Ja, das kann man vielleicht auch mal den Zuschauern kurz einmal zeigen, wenn der Kollege einmal rumkommt. Nein, haben wir noch nie gezeigt, ne? Doch, haben wir. Wir beide haben so einen ganz kleinen Größenunterschied. Darum steht die Isabella immer auf so einem Podest. Und ich stolper alle zwei Minuten über dieses Ding hier. Also, gut. Ne? Ich habe wenigstens meine Schuhe eingefangen, ist auch nicht schlecht. Ja, ist auch gemein, wenn man so einen großen Mitkoch hat. So, ich guck mal auf die Uhrzeit. Wir haben 15 Minuten 25, das heißt, wenn wir das halten wollen, 3,5 Minuten. Hol mir mal bitte einen Teller. Ja, selbstverständlich. So, weil der erste Pfannkuchen kann schon raus. Schön. Danke. Oh, sieht ja hervorragend aus. Ganz gut geworden, ne? Ja. Achso, und das rollen wir gleich einfach wie so ein Crepe, oder? Genau, so in der Art eigentlich. Und geben dann die Bolognese-Füllung damit rein. Mhm. Ich verteile so ein bisschen den Teig in der Pfanne, dass er ein bisschen dünner ist und größer. Ja. So. Das ist ja eigentlich total einfach, oder? Ja, ne? Also das ist ja wirklich so ein Ding, das könnte selbst Ivan abends, wenn er nicht viel machen will, dann kann er selbst das noch mal eben hinkriegen, oder? Also meine Pilze sind auch schon schön angebraten. Ich gebe jetzt einfach das Wasser mit dazu und dann kommt nämlich das Fix für Bolognese. Ja, für die Bolognese-Soße. Hätten wir die Champignons unter Wasser gewaschen, hätten wir das Wasser Nein, schon drin. Nein, dann wäre das ja total verfälscht, der Geschmack von den so. Pilzen. Okay, ja. Gib mir mal meinen. Alles klar. Sabrina, ganz kurze Frage. Ist denn das jetzt auch ein Gericht, was mit deiner Paleo-Ernährung konform ist? Oder? Naja, also der Pancake ist jetzt nicht unbedingt. Ach ja. Richtig. Ich mache das normalerweise mit Kokosmehl. Also man... anbraten. Und da mit Kokosmehl ein guter Ersatz zum normalen Mehl. Wenn ich dann doch mal besser was Süßes damit auszumachen, weil da schon immer der Kokosgeschmack. Okay. Das heißt also, nur nochmal für die, die es nicht kennen, Paleo orientiert sich tatsächlich an Lebensmitteln bzw. Essen, was man zur Steinzeit schon hatte.
Sprich, also diese ganzen Getreidegeschichten hatten die Jungs damals nicht, weil sie es noch gar nicht angebaut haben, oder? Genau. Okay. Also, es soll halt alles frisch gekocht werden und natürlich, wir machen auch Ausnahmen. Also, ja. Wenn ich jetzt zum Essen eingeladen bin, irgendwo werde ich Nein sagen oder es gibt doch mal so diese Cheat Days, ja, wo ich mal Pancakes am Wochenende mache. Also, das auf jeden Fall. Okay. Sehr gut, hört sich spannend an. Ich kannte das immer nur so von Mädels eigentlich nicht, dass die sich paleomäßig ernähren, immer von Jungs, weil die immer gesagt haben, Mensch, dann kann ich jeden Tag Fleisch essen. aber gut. Christian, kannst du bitte noch ein bisschen Petersilie schneiden? Nein. Bitte. Achso. Hab ich doch gesagt. Die machen wir nämlich auch hier dann in die Pilzbolo mit rein. Mhm. Einmal für die Farbe und einmal für den Geschmack. Ivan, wie sieht's aus? Kommst du mit? Super. Wie lange muss man jetzt das Fleisch dann noch in dieser Maki-Soße kochen? Also so 4-5 Minuten reicht eigentlich schon. Das muss nur einmal schön aufkochen. Und es ist schon so eher eine dickflüssige Soße auch, weil es ja als Füllung dann für den Pfannkuchen gedacht ist. Okay. Also immer schön ein bisschen umrühren, damit da nichts anbrennt. Könnte man da jetzt ein bisschen Knoblauch auch noch zugeben, ja, ne? Auf jeden Fall, super gerne. Da kann man Knoblauch, Chili, alles, was einem da gut schmeckt, reinmachen. Oder wenn man jetzt kein Fleisch essen möchte, kann man einfach mehr Pilze nehmen oder noch Zucchini mit reingeben oder Aubergine, Paprika. Also da kann man Käse. Wirklich... Käse, vor allem Käse. Oder? Da kann man echt eigentlich abwandeln. Ja, Käse ist immer gut. So. Ich habe dir das jetzt mal ganz fein gehackt. Ja. Vielen Dank. Ja, selbstverständlich. So. Bleibst du da? Okay, der ist nicht so schön. Das ist für dich. Angelina, alles gut bei dir? Ja? Ja. Oh. Alles gut. Es ist ja wirklich herrlich, ne? Du strahlst, du strahlst immer so ein Sonnenscheinchen, oder? Jetzt höre ich dich. Die Lüftung war alles super. Ich habe gesagt, du sollst mal ein bisschen freundlicher gucken. Nein, ich habe gesagt, du bist ein Sonnenschein, du strahlst immer. Das ist mir positiv aufgefallen. Ja, mit euch macht Spaß. Oh, das ist ja. Und man nennt mich auch Schleimer. Man gewöhnt sich dran. So, wieso bei dir schleim ich nie? Ja, das stimmt leider. So, soll ich mal probieren, ob ich den Pfannkuchen... Ja, mach das mal, ich mach's nicht. Ich wollte eigentlich den Christian überzeugen, dass er das macht. Er hat gesagt, ich mach das auf gar keinen Fall. Nein, weil mit dem so spielt man einfach nicht. Du bist ein Langweiler, ich mach's jetzt mal, okay? Ja, mach. Okay. Ich fange dir auf, sonst... Oh, ja, das ist ja auch richtig geflogen. Hallo? Der hat sich gedreht, ist ja wohl alles rausgekommen. Kannst mich ruhig auch mal loben. Ja, war gut. Hier. Okay, war auch gut. So ist ja, das. Alter Angeber. Oh Gott, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Gut. Ja, kann ich noch irgendwas machen? Sonst frage ich den Ivan nochmal. Ivan? Ja? Du hast alles verstanden. Ja. Ja? Ich habe leider nur eine Pfanne. Das heißt, ich muss das Interieur schnell austauschen. Was ich jetzt hier machen kann. Ach, du spülst schon, alles klar. Ivan hat uns schon vorbereitet. Oh, da kannst du ruhig mal vorbeikommen, Ivan. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, steht da hinten auch ein Öl, was wir hier auch stehen haben. Ja. Ja, sehr gut. Ah, vorbildlich. Hast du das jetzt so auf die Herdplatte gekippt? Ah, nee, das ist die Pfanne, war dunkel. Gut. So, wollen wir mal die Füllung probieren, weil dann können wir eigentlich schon gleich essen. Sehr gerne. Oh, jetzt wird es aber auch Zeit. Jetzt sind wir schon 2 Minuten wieder drüber, aber wir wollen uns ja auch nicht. Wir haben auch viel gequatscht. Nein, nicht rein, du hast die Uhr vorgestellt. Ja, wir haben auch gequatscht. Sehr lecker. Und? Wunderbar. Gut, oder? Also, cool. Da kann man wirklich zusammenfassend sagen, einfach, das ist wirklich mega schnell. Ja. Wir haben viel gequatscht. Kriegt man, glaube ich, ohne Probleme auch in 19, 15 Minuten sogar hin. Eigentlich schon, ja. Ne? So, dann Gut. Kannst du gerne schon mal anfangen, einen Pfannkuchen zu rollen. Ein bisschen Füllung drauf und dann rollen wir das Ganze. Mhm. Nehmen wir mal einen großen. So, wir können ja schon mal unsere lieben Kollegen herbeirufen. Leute, wir machen mal ein Foto, kommt mal bei. Kommt zu uns, wir essen wieder zusammen. Essen ist fertig. Wahrscheinlich so ein bisschen längs, ne? Genau, so. Und dann so ein bisschen aufrollen.
Ach so, das war natürlich wieder nicht clever, das hätte ich natürlich mehr so. Was auch unglaublich gut dazu schmecken würde, glaube ich, fällt mir gerade ein, Creme Fraiche ein bisschen, oder? Ja, so als Dip ist ja auch immer lecker. So. Und jetzt kann man das Canapé-mäßig auch noch schneiden. Am besten nur in die Hälfte, dann sieht es ein bisschen schöner aus. Oder so ist auch. Entschuldigung, Mara. Ja, das sieht super aus. Entschuldigung. So. So, ihr seid bereit. Ich kann es nochmal kurz zeigen. So, liebe Hangout-Teilnehmer, ihr seid auch soweit. Ich wünsche euch einen ganz guten Appetit. Ihr könnt das natürlich nachkochen zu Hause. Guckt euch das an, das Rezept. Erstmal machen wir ein Foto. Alle noch ein bisschen enger zusammen. Enger zusammen. Guck. Die mögen sich alle. Das ist ein Automatismus. Alle bücken sich immer. Super. Hat geklappt, super. Okay. Vielen Dank. Dann probiert mal, ihr Lieben. Fangt schon mal an, wir kommen gleich. Ja, meine Lieben, vielen Dank fürs Mitkochen. Genau, ich bedanke mich auch. Liebe Grüße nach Berlin, mir fällt die Hälfte aus dem Mund raus, aber das ist auch alles schwierig. Liebe Angelina, lieber Ivan und liebe Sabrina, danke, dass ihr mitgekocht habt. Bis bald. Wir sehen uns nächste Woche. Guten Appetit. Dann geht's weiter. Genau, bis Mittwoch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.